Dringender Weckruf. 5G ist Gefahr für Leib und Leben. In den sogenannten Qualitätsmedien wird sehr euphorisch über die neue Mobilfunkgeneration 5G berichtet. Deutschland sei in der Mobilfunkversorgung rückständig und brauche als wichtiger Wirtschaftsstandort unbedingt eine lückenlose Mobilfunkversorgung, heißt es. Funklöcher dürfe es nicht mehr geben. 5G nun ermögliche autonomes Fahren, melde uns automatisch, wenn die Milchflasche leer ist und sei für unsere Zukunft einfach existenziell notwendig. Wir bringen Ihnen heute als Gegenstimme einen aufrüttelnden und dringenden Weckruf. Hier nun die wesentlichen Gefahren zu 5G. Erstens. 5G. Gefahr für unsere körperliche Unversehrtheit. Wer meint, der Sprung von 4G zu 5G sei ein nächster Schritt, vergleichbar mit dem Sprung von 3G auf 4G, der erliegt einem gewaltigen Irrtum. Denn 5G bedeutet einen gigantischen Quantensprung und ist der gravierendste Eingriff des Menschen in die Natur in der gesamten Menschheitsgeschichte. Um 5G flächendeckend in Deutschland zu installieren, werden ca. 800.000 neue Sendeanlagen benötigt. 5G setzt einen so massiven Infrastrukturausbau voraus, wie man ihn noch nicht gesehen hat. Für 5G müssen die Betreiber in städtischen Gebieten ca. alle 100 Meter eine stark strahlende Mobilfunkantenne installieren. Welch ein Antennenwald, sprich, welch ein Strahlentsunami. Damit 5G trotz kurzwelliger Strahlung eine ausreichende Durchdringungskraft hat, braucht es eine bis zu 1000-fach gesteigerte Erhöhung der Sendeleistung. 5G bedeutet somit zweierlei. Erstens, allgegenwärtige Mikrowellenantennen. Zweitens, dramatische Erhöhung der Strahlenintensität. Diese exponentielle Erhöhung der Zwangsbestrahlung der gesamten Bevölkerung ist ein unverantwortliches Experiment an der menschlichen Gesundheit. Die WHO hat bereits 2011 Mobilfunk in die Kategorie 2b der Krebsstoffe als möglicherweise krebserregend eingestuft. Namhafte Wissenschaftler fordern aufgrund neuester wissenschaftlicher Studien sogar die Einstufung in Stufe 1 als krebserregend. Wie gefährlich die 5G-Technologie sein kann, wurde Ende Oktober 2018 in Den Haag, Niederlande offenbar. Während eines 5G-Testes sind mindestens 298 gesunde Vögel tot vom Himmel gefallen. Augenzeugen berichteten, dass auch Enten sich auffällig verhielten und ständig versucht haben, ihren Kopf unter Wasser zu halten. Etwa eine Woche nach dem ersten Vogelsterben sind im Huygenspark in Den Haag erneut mehr als 100 Stare tot von den Bäumen gefallen, als wiederum ein 5G-Test durchgeführt wurde. Fazit 1. 5G stellt eine erhebliche Gefahr für die körperliche Unversehrtheit von Menschen und Tieren dar. Zweitens. 5G. Gefahr für das Leben und unsere Freiheit. Durch diesen weltumspannenden Mikrowellenantennenwald und die RFID-Mikrofunkchips, die in sämtliche Dinge eingebaut werden sollen, wird es möglich, dass alles mit allem vernetzt wird und alles miteinander kommuniziert. Man spricht vom Internet aller Dinge. Tom Wheeler, Ex-Präsident der Federal Communication Commission, kurz FCC, bringt es auf den Punkt. Hunderte Milliarden von Mikrochips, die mit Produkten verbunden sind, von Pillenflaschen bis zu Rasensprengern. Wir müssen die Vorstellung ablegen, dass die 5G-Zukunft allein für städtische Gebiete sein wird. Die 5G-Revolution wird alle Winkel unseres Landes betreffen. Wenn etwas angeschlossen werden kann, wird es angeschlossen. So sollen auch der PC, das Mikrofon und die Kamera des Computers angeschlossen werden. Und damit erhält ein totales Überwachungssystem Einzug in unsere Häuser. Das 5G-Netz kann durch Wände und Häuser sehen und führt zu einer digitalen Kontrolle jeder Person. Diese Überwachung erstreckt sich jedoch nicht nur auf das eigene Haus, sondern 5G wird auch eine umfassende Überwachung der gesamten Landschaft ermöglichen, da es sich bei 5G um eine mobile Netzwerkfähigkeit handelt.
Jeder bewegliche Punkt kann überwacht werden. Unsere Häuser sollen zu sogenannten Smart Homes und die Städte zu Smart Cities werden. Es ist alles digital über Mikrowellen verbunden und so sind wir in einem Mikrowellennetz gefangen, das uns geistig, psychisch und physisch lahmlegt. Im Zuge dieses Digitalisierungswahnsinns muss auch das Geld digitalisiert werden. Das heißt, man wird mit fadenscheinigen Argumenten die Bürger davon zu überzeugen suchen, dass Bargeld überholt ist. Sobald alles digitalisiert und das Internet der Dinge mit der realen Welt vernetzt ist, entsteht eine lückenlose Kontrolle über jeden einzelnen Menschen. Fazit 2: 5G ebnet den Weg in eine Überwachungsdiktatur, dessen Ausmaß nicht einmal George Orwell erahnen konnte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da die Massenmedien diese Gegenstimmen bisher verschweigen, ist diese Sendung nicht nur ein Weckruf, sondern auch ein Aufruf. Denn bereits im Frühjahr 2019 sollen die Frequenzen für 5G von der Bundesnetzagentur versteigert werden. Ziel ist, dass bis Ende des Jahres 2022 98% der Haushalte an das 5G-Netz angeschlossen sind. Unterstützen Sie daher unseren aufrüttelnden Weckruf, indem Sie jetzt diese Sendung über den eingeblendeten Link an möglichst viele Ihrer Freunde und Bekannte weiterleiten. Informieren Sie sich über die 5G-Technologie in unserer 5G-Sendereihe. So helfen Sie aktiv mit, dass auch Ihr unmittelbares Umfeld aufwacht und eine gewichtige gemeinsame Gegenbewegung entsteht. Welche ergänzenden Infos und Fragen haben Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie es uns in die Kommentare. Wir freuen uns über Ihre Daumen hoch. Bleiben Sie dran, indem Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Weitere Videos finden Sie hier und hier. Wir freuen uns auf Sie.